liebe Campingfreunde und welche, die es noch werden wollen. Es ist wieder soweit. Wir wollen wieder auf Tour gehen. Und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, denn es ist 3:30 und wir wollen heute Abend noch im Hohenfenn sein. So, Markus holt schon den Wagen und dann fangen wir an mit Einpacken. Viertel vor 7 und wir sind hier angekommen. Wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, nicht auf einen Campingplatz zu fahren, weil es eben schon so spät ist. Wir dachten, dafür können wir diese Nacht freistehen. Ja. Dann haben wir. Oh, ich muss ja drehen. Genau, stehen wir jetzt hier. Auf einem Waldparkplatz. Okay. Haben hier ganz schlechten Handyempfang, also irgendwo im Nirgendwo sind wir hier und bleiben hier über Nacht. Und es ist kalt hier. Ja, ich habe mir auch schon einen Pulli. Wir haben Sommer, wir haben Ende Juli und hier sind es irgendwie 12, 13 Grad noch. Na dann, bauen wir mal was auf. Kochen mitten im Nirgendwo heißt es heute. Hier mitten im Hohenfenn. Haben wir erstmal was Hunger. Wir sind jetzt ja, wie viele Kilometer? 120 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Ja, wir haben jetzt kurz vor 7, also kurz vor 19 Uhr, so. Ist ja richtig. Jetzt machen wir uns schön was zu essen. Was Gesundes, Salat. Genau. Ein bisschen Käse. Und Salatsoße. Boah, wir haben keine Eier mehr. Schade. Zum Glück Parmesankäse kommt mit in den Salat. Die Stücke sollen wir die noch anbraten? Ja. Dann machen wir das. Dann. Hol ich jetzt mal die Pfanne raus. So. Ja, wir haben Besuch nebenan. Mhm. Hier ein bisschen das Licht noch an. Ich krabbel mal zwischen deine Beine. Ich brauche noch eine Salatschüssel. Oder machen wir es direkt auf dem Teller? Wir können auch eine Salatschüssel besser nehmen. So. Einmal Sonnenblumenöl. Zack.
Und hat gezündet. Ein bisschen Öl. So. Also ich habe langsam das Gefühl, es ist keine Sommertour, es ist eher eine Herbsttour. Aber während das Fleisch hier warm brutzelt, kann ich ja mal erzählen, was ich heute gelesen habe. Ich habe nämlich gelesen, dass das ganze hohe Fenn Wolfsgebiet ist. Mhm. Und dann höre ich ja vielleicht heute Nacht auch einen Wolf. Hier soll ein ganzes Rudel irgendwie sein. Aber ich meine, das hohe Fenn ist auch groß. Ne? Das ist irgendwie 600 Quadratkilometer. Mal schauen, wo die Wölfe so sind. Genau. Der eine sitzt schon hier im Auto. Der böse Wolf. Der große Böse ist schon hier. Wir haben noch Brötchen und die haben wir vergessen. Und ich glaube, das ist eine Fleischwand. Das ist der Omnia. Der Omnia ist ein Backofen für Camper. Ich denke, den kennen fast alle mittlerweile. Ab rein damit, sind eh viel zu viele. Das sind ja schon fett für Pizzabrötchen. Ja. Während die Pizzabrötchen noch im Omnia aufheizen, wie gesagt, das dauert bei diesem Teil, beziehungsweise diesem Gasherd, also nicht, das liegt nicht am Omnia, dauert das echt lang. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, schon 5, 6, 7 Minuten. Wir sind jetzt gerade mal auf knapp 150 Grad. So, und Anja lässt es sich schon schmecken. Ja, ich habe ein bisschen Hunger. Ich auch. Okay. Wir gehen jetzt von unserem Parkplatz aus, so eine 5-Kilometer-Runde. Wir stehen hier fast alleine. Ein anderes Fahrzeug steht noch da. Ja, da im Fluss dieses Schiefergestein. Und hier ist überall Schiefergestein und durch die vielen Jahre zerbröselt dieses Schiefergestein und verwittert. Und dann sackt das runter. Das ist aber wasserundurchlässig und das bildet dann so ein Becken halt. Und deswegen ist hier Moor, weil unten drunter überall Schiefer ist und das Wasser nicht mehr abfließen kann. Ich habe gelesen, dass sich das beim Laufen so ein bisschen anfühlt, als wäre es hohl, als wäre da drunter ein Hohlraum, dass das ganze hohe Fenn quasi wie ein Schwamm ist. Weil dieses Torf, was hier drunter ist, der kann das Dreifache an Wassermenge aufnehmen, als das, was Torf eigentlich trocken liegt. Und deswegen ist das hier ein Schwamm, wo wir laufen. Und irgendwie hört man das.
bevor ihr euch jetzt wundert, ne, erst sagt sie, der Boden ist eine Schieferrinne, dann sagt sie, er ist ein Torfschwamm. Er ist tatsächlich beides. Und zwar ist dieser Schiefer, der ja zerbröselt ist zu feinem Staub, hat sich ja abgesetzt und kam dann irgendwann nicht mehr weiter und hat diese Wanne gebildet. Und darauf wachsen dann ja natürlich in diesem Moor hier so Gräser, Moose, sonstiges Gedönse. Und wenn das abstirbt, dann kann es aber nicht weg. Dann sackt es nach unten und bleibt aber da liegen. Neues Moos kommt oben drüber, schließt das luftdicht ein. Und so entsteht aus dem abgestorbenen Moos und Pflanzenteilen Torf. Und zwar habe ich gelesen, dass Hohe Fenn schafft pro Jahr 1 mm Torf. Was ich jetzt gar nicht mal so wenig finde. War unsere kleine Abendrunde durchs Fenn. Und wir sind jetzt gleich auch schon wieder am Camper. Sprich, wir sind jetzt aus dem Wald raus. Aus eben im Fenn, das war schön gewesen, ne? Mit den ganzen Stegen. Das war sehr schön, ja. Es waren teilweise sehr schmale Wege. Dann hatten wir noch einen schönen Sonnenuntergang, den wir sehen konnten. Wirklich toll. Das war sehr schön, ja. So, und jetzt drehe ich nur mal kurz die Kamera und dann sieht man schon den ersten Camper und dahinter kommt unser kleiner Camper zum Vorschein und schon sind wir da. Ach, hat gut getan, ne? War wunderbar, aber komischerweise habe ich nur 4,6 Kilometer. Das verstehe ich nicht, oder hat deine wieder zwischendurch gestoppt? Oder ich habe irgendwann, kann sein. 5,25 genau. Mhm. Ja. Hier sind wir und hier ist dann auch direkt die Straße. Da geht es morgen früh weiter. Wohin müssen wir da mal schauen? Ich denke mal so Richtung Barack Michel wird uns treiben. Und gehen dann vielleicht noch so ein bisschen durchs Fenn.